De La Fuente, zuvor Trainer der U21, verlässt sich auf einen Rekordnationalspieler Sergio Ramos auf die Jugend. Der 36-jährige Alt erklärte dann seinen Rücktritt sowie Sergio Busquets. Zuletzt Kapitän und der letzte verbleibende Weltmeister des Jahres 2010 im Team. In den Norwegern vermisste Torgiat Erling Haaland, der eine Leistenverletzung verletzt hatte. EM Qualification Kunz beginnt mit dem Tremor-Sieg. Die Schweiz hat Belarus vor 3 Stunden ausgenutzt. Kroatien begann mit einem ernüchterten 1 gegen Wales in Gruppe D, in dem Stefan Kunz und die Türkei einen 2-wach feierten. Das Ziel von Hoffenheimer Andrej Kramaric war nicht genug für den kroatischen Sieg. Nathan Brodhead gloss in der 3. Minute der Unterbrechungszeit aus. Sie könnten auch interessiert sein. Füllkrug schießt das DFB-Team zum Testsieg gegen Peru. Tuchel: Zuversichtlich, sind da, um die 3 Titel zu bekommen. EM Qualification Mbappes Magic in Chance. Frankreich: Oranje kann erst vor 8 Stunden erstaunt sein.